Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal keine Folge Fortnite und noch kein Highlight-Video. Die letzten Tage kamen ja schon wirklich genug Highlight-Videos von Arena. Ich hoffe, es hat, haben euch natürlich die ganzen Videos gefallen. Heute gibt es aber mal ein ganz anderes Thema. Und zwar werden wir heute über die CPM im Dezember auf YouTube sprechen. Das ist immer so ein Mythos, den es auf YouTube gibt, dass anscheinend im Dezember, im November, also generell diese ganzen Weihnachts- und Vorweihnachtsmonaten, die CPM und damit natürlich der Umsatz auf YouTube deutlich höher ist. Und das werden wir in diesem Video aufklären, ob das wirklich wahr ist oder eben halt nur in gewissen Einzelfällen vielleicht manchmal stimmt oder ganz andere Zusammenhänge hat, warum man vielleicht mehr Umsatz macht. Das werden wir alles in diesem Video aufklären. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch und auf meinem Twitter-Kanal vorbeischaut. Beide Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Auf Twitch werden wir unter anderem heute auch ab ca. 15 Uhr wieder live sein. Schaut also gerne vorbei und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal meine Analytics an, denn dort kann man das Ganze relativ leicht sogar sehen. Und zwar, um das Ganze vielleicht auch bei eurem eigenen Kanal sehen zu können, müsst ihr einfach einmal auf Umsatz gehen und dann seht ihr hier schon eine Wiedergabe basierter CPM. Das ist das, was eigentlich immer angesprochen wird. CPM meint eben halt, wie viel man sozusagen, also wie viel Cent man pro 1000 Klicks beziehungsweise pro 1000 Werbeanzeigen verdient. Klicks und Werbeanzeigen sind nochmal ein ganz großer Unterschied, denn es haben natürlich manche Adblocker oder ähnliches eben halt drin, und der wiedergabebasierte CPM sagt eben halt wirklich nur, wie häufig eine Anzeige in den Videos beziehungsweise wie viel man pro 1000 Anzeigen eben halt in Videos verdient. Und das kann eben halt abhängen davon, wie die Anzeigen gestaltet sind, also ob man beispielsweise dauerhaft die vollen Werbung bekommt oder nur die kleinen Banner, die eben halt hier so unten dann im Video eingeblendet sind. Die bringen natürlich deutlich weniger und davon hängt das eben halt vor allen Dingen ab. Und dann natürlich, je nachdem wie viele Werbepartner es gibt, wie viel die bezahlen, bekommt man eben halt mehr oder weniger Geld. Und wenn wir hier mal raufklicken, dann kann man eigentlich schon mal einen Graph sehen, wie sich das ungefähr verändert hat. Und man sieht eigentlich, es hat sich wirklich kein bisschen was verändert. Das ist jetzt natürlich nur der November. Aber wenn wir mal weiter schauen unter die letzten 90 Tage, das ist dann schon deutlich längerer Zeitraum, da sieht man, es hat sich trotzdem weiter nichts verändert. Also es ist wirklich kein bisschen hier, was sich verändert hat. Es ist einfach dauerhaft gleich geblieben. Vielleicht sind das mal 10 Cent mehr oder so. Die kommen aber mehr dadurch, dass man eben halt vielleicht einen Werbepartner mehr hat und das ist eben halt mehr so komplett random verteilt. Denn wenn man mal auf die letzten, auf das ganze letzte Jahr schaut, dann sieht man wieder, dass man davor oder dass ich ganz am Anfang auch eine Zeit hatte, wo ich teilweise eine CPM höher als 4 Euro hatte und dadurch hatte ich natürlich mehr verdient. Aber insgesamt ist es tatsächlich sehr, sehr gleich geblieben und damit kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass es entweder natürlich daran liegt, dass ich ein sehr, sehr kleiner Kanal bin und vielleicht ist es einfach auf so kleine Kanäle, die so oder so nicht insgesamt so eine hohe CPM haben, nicht so viele Werbung bekommen, dass es da vielleicht nichts ändert, sondern nur bei großen YouTubern funktioniert oder es eben halt wirklich nur Einzelfälle sind, die eben halt wirklich mehr dadurch verdienen. Wenn man aber mal auf den Umsatz schaut, wird man trotzdem bemerken, dass ich dort eine Steigerung bekommen habe und das liegt eben halt, wie gesagt, nicht am CPM, sondern ganz einfach daran, dafür können wir mal ins Dashboard schauen, dass ich nämlich einfach extrem viel mehr Klicks in diesem Monat gemacht habe. 41% mehr Klicks, 48% mehr Wiedergabezeit, wirklich extrem krasse Support im letzten Monat gewesen. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und das hat immer nichts an der CPM zu, nichts mit der CPM zu tun, sondern kommt eben, wie gesagt, einfach dadurch, dass ich mehr Klicks bekommen habe. Und das kann natürlich auch ein bisschen immer dazu spielen, da eben halt im November vielleicht mehr drin sind, man eben nicht so viel draußen ist, gerade jetzt mit Corona, dass man vielleicht einfach dadurch eben halt mehr Views bekommt. Insgesamt liegt es aber, glaube ich, weiterhin nur daran, dass ich wirklich seit einer sehr, sehr langen Zeit daily uploade. Also ich weiß nicht, wann das letzte Video war, beziehungsweise wann der letzte Tag war, wo ich keine Video hochgeladen hatte. Ist auf jeden Fall schon ein paar Monate her und dieses consistent uploaden ist einfach das Beste, was man machen kann. Generell auch Bewertungen und alles auf den letzten Videos. Super krass, freut mich wirklich extrem. Ein weiteres Thema, das ich auch in diesem Video ansprechen wollte, geht um die Kommentare. Und zwar habt ihr sicherlich gemerkt, dass unter den letzten Videos ungefähr so die letzte Woche ungefähr, dass dort manche Videos eben halt da waren, die keine Kommentare hatten und dort eben mal Kommentare deaktiviert wurden und das Ganze liegt zu keinem Stück an mir, denn ich habe, und das kann ich euch auch ganz offen hier zeigen, in den Einstellungen meines Kanals
bei den Standardeinstellungen für Uploads, bei den erweiterten Einstellungen ganz normal potenziell unangemessene Kommentare zurücklassen. Das sind immer extrem wenige, die zurückgehalten werden. Und das meiste müsste dadurch durchgelassen werden. Und das, was eben halt die ganze Woche da war, war eben halt Kommentare komplett deaktivieren. Und das habe ich eben halt nicht in den Standardeinstellungen für Uploads irgendwie umgestellt, sondern wurde einfach automatisch gemacht. Das war immer so, ich habe das Video hochgeladen, wundere mich so, warum keine Kommentare kommen. Normalerweise habe ich ja immer meine, die elitären Zuschauer einfach, die nach einer Minute schon da sind. Auf jeden Fall ganz dicker Kuss an euch. Und die konnten eben halt einfach keine Kommentare schreiben, beziehungsweise von denen habe ich keine Kommentare gesehen. Und dann habe ich immer so in die Analytics geschaut, beziehungsweise in die Details geschaut und sehe ich auf einmal so Kommentare deaktivieren. Danach gehe ich hin, lasse die Kommentare komplett zu, ich lasse nicht mal irgendwelche zur Überprüfung zurückhalten und speichere das dann auch alles ab. Dann sehe ich wieder Kommentare, kommen auch ganz schnell Kommentare, 5 Minuten später wieder deaktiviert, mache das Ganze nochmal, 10 Minuten später war es nochmal deaktiviert, mache ich es nochmal und es wurde nochmal deaktiviert und das ging häufig 5-mal oder so eben halt hintereinander, dass das passiert ist und dann irgendwann war es tatsächlich dabei geblieben, dass die Kommentare zugelassen wurden und ich weiß echt nicht, was YouTube sich dabei gedacht hatte, dass sie einfach die Kommentare deaktivieren, wenn ich es vor allen Dingen 5-mal hintereinander selbst einstelle, dass sie aktiviert bleiben sollen und das war wirklich extrem nervig und es liegt wie gesagt zu keinem Stück an mir, also wundert euch da auf jeden Fall nicht, ich werde nie in meiner Szene hier auf YouTube, werde ich niemals Kommentare deaktivieren, niemals Bewertungen deaktivieren, weil das einfach das Beste am ganzen YouTube-Stuff ist, dass man einfach Kommentare sieht. Das ist einfach so viel geiler, als wenn man Kommentare deaktiviert. Auch wenn vielleicht manchmal Hate drin ist oder Kommentare sind, die man natürlich nicht so geil findet. Aber größtenteils ist es einfach viel, viel geiler mit Kommentaren und deshalb wundert euch darüber auf jeden Fall nicht. Und damit war es eigentlich auch schon alles, was ich in diesem Video ansprechen wollte. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wie gesagt, schaut gerne nachher auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst auch natürlich ein Follow da, dann verpasst ihr nämlich unter anderem natürlich am Dienstag auch nicht den Livestream mit Summe Live-Event. Das werden wir uns natürlich zusammen dort anschauen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.